So, da sind wir wieder. Jetzt kommen wir wieder zu dem schönen Poster. Das Blaue ist von dem Apparat, Ja. das Licht. Das ist die LED. Ja. So, so. Jetzt sind wir wieder in der Enderlein'schen Gedankenwelt. Ja, wir hatten ja gestern angefangen, so Enderlein'sche Strukturen da mal zu benennen. Ja. Und da hatten wir gesagt, diese kugelartigen Objekte hier, ja, das waren die Tezite. Ja. Und die Tezite sind bakterielle Wuchsformen aus der Zyklogenie des Ja, Mucorazzemosus-Fresen. ja. Ja. So, okay. Das Ganze geht eigentlich zurück auf den Kölner Gynäkologen Otto Schmidt. Ja. Der Otto Schmidt ist hergegangen und hat Blut von seinen Patienten auf Arganährböden ausgestrichen und dann ist aus dem Blut heraus dann angeblich ein Mukorpilz gewachsen. Ja? Und je kränker diese Patienten waren, desto besser konnte er den Mukorpilz hier aus dem, naja, sagen wir, toxischen Blut gewinnen. Ja? So, ja? Und der hatte dann aus diesem Pilz heraus ein Präparat entwickelt, um Krebs zu behandeln, weil er gesagt hat, dass diese bakteriellen Vorformen, ja, aus denen dann im Extremfall der Pilz werden kann, das heißt, wir hätten also einen Übergang von Virus, Bakterie bis hin zu Pilz, ja, das wäre also so ein Kreislauf des lebendigen Materials, ja, der lebenden Ureiweiße, die sich verstaatlichen, je nachdem, auf welches Milieu sie treffen. Ja, und ja, jetzt hat er also gesagt, dass diese bakteriellen Wuchsformen, die könnten also Krebs produzieren. Ja? Die würden eine Symbiose eingehen mit den Gewebszellen und der symbiontische Komplex, das wäre dann die Krebszelle. Hat Ja? jetzt aber So. nichts mit dem Darmpilz-Candida Das zu ist. Nein, tun, nein, 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 das ist eine völlig sondern andere das bezieht Baustelle. sich jetzt nur auf Mucor. Ja, und Blut. Ja? So. Gut, und jetzt hat er also dann aus diesem Pilz heraus ein Medikament entwickelt, um diese bakteriellen Wuchsformen im Blut zu beeinflussen. Ja? Nach dem Motto, wenn ich die Bakterien aus dem Blut beseitige, dann beseitige ich den Krebserreger. Ja. Ja? Und dann hat der Körper die Chance, den Tumor auszuheilen. Ja? So, okay. Und das heißt also, diese Objekte hier, ja, die würden Krebs hervorrufen, diese Bakterien. Ja, so. Und dasselbe sagt ja dann auch wieder Dr. Wilhelm von Bremer. Ja. Beim Dr. Wilhelm von Bremer, da ist es die Siphonospora polymorpha, das wandelbare Stäbchenbakterium, was den Krebserreger darstellt. Ja, so. Das heißt also, die Siphonosporen, ja, die wären das Problem. Und die Siphonosporen, ja, sind identisch. Ja. Also die Zyklogenie der Siphonosporen ist genau dasselbe wie die Zyklogenie des Mucorazzemosus-Fresen Okay. oder die Zyklogenie der Somatiden. Ja. Es ist alles ein und dasselbe Kram. Wenn ich Ja. also diese So. Tezite sehe, Ja. auch am nächsten Tag noch. Das ist jetzt ein anderes Thema mit nächsten Tag. So weit bin ich noch gar nicht. So. Okay. Ne? Ich bin Dann jetzt erst was? einmal dabei zu erklären, wo wir da Okay. eigentlich sind. Ne? So. Gut, das heißt also, jetzt nochmal an Ursprung, ja, gesundes Blut, ja, gesundes Blut, ja, hätte nur diesen apathogenen Bereich da drin. Das heißt also, ich hätte hier nur kleine Pünktchen, die ich sehen würde, die sich da bewegen. Ja? Dann sehe ich kleine Pünktchen, ja, mit so einem Schwänzchen dran, wobei das Schwänzchen ist so fein, so klein, dass ich das gar nicht sehen kann. Ja? Das heißt also, ich sehe nur an der Bewegung der Pünktchen. Ja? Bewegt sich das ziellos oder bewegt sich das so? Ja? Wenn sich das so bewegt, dann hat es wahrscheinlich ein Schwänzchen dran. Ja? So, ja? Okay, das heißt also, alles, was ich aus diesem Bereich hier sehen kann, ja, sind kleine Pünktchen. Und die werden physiologisch, die gehören ins Blut, das war's. Ja? Und wenn jetzt das Milieu nicht stimmt im Organismus, dann können aus diesen kleinen Pünktchen, die würden dann Eiweißmaterial ansammeln und dann gibt es so kleine Kugeln, ja, mit diesen kleinen Pünktchen innen drin. Ja? Und das sind dann die sogenannten Myschite. Und diese Myschite, das sind winzig kleine Kügelchen. Ja? Und diese kleinen Kügelchen, die können sich auch in Ketten aneinander hängen. Und das sind dann diese Myschitketten. Perlenketten. Genau, ja? Über die wir gestern schon mal so kurz geredet haben. Ja? Aber das sind dann im Prinzip Objekte in dieser Ebene. Die Vorstufen zum Ja, Pilz. ne? So.
in letzter Konsequenz ist alles Vorstufe zum Pilz. Ne? Okay. Das ist halt, ne? Pilz ist die höchste Entwicklungsform. Jedes kleine Eiweißpartikelchen, was ich hier sehe, ist die Vorstufe zum Pilz. Theoretisch, also könnte ich bei jedem kleinen Partikelchen, was ich sehe, Mukokel empfehlen. Ja, nicht alles, was ich sehe, ist pathologisch. Ja? Der Mukorpilz gehört ist in unseren Körper? Es gehört in und die apathogenen Formen des Mukorpilzes, apathogene Entwicklung, das sind wichtige Regulatoren im Organismus, die wir diaplazenta von der Mutter schon bei unserer Entstehung bekommen würden, die seit Jahrmillionen Bestandteil aller höheren Lebewesen sind. Mhm. Ja? Okay. Und erst durch die Zufuhr des Aspergillus-Pilzes, erst dadurch, dass der auch mit in unsere Entwicklung Einfluss genommen hat, kam es zur Ausbildung eines Skelettsystems. Mhm. Ja? Das heißt, ohne die apathogenen Vorformen des Aspergillus-Pilzes hätten wir heute gar kein Skelettsystem. Ja? Also das sind alles Dinge, die in unseren Körper gehören. Ja? Nur erst ab einer gewissen Valenz werden sie pathogen. Und wie sehe ich diese pathogene Valenz im Da sind wir dabei. Ja? So. Sagen das diese schon aus, diese Tezite? Ja, die sind schon im pathogenen Bereich. Aha. Die gehören da schon nicht hin. Ne? Also so, ist Mukokel für mich gehört, richtig? Theoretisch ja. Ne? Okay. Das heißt, nur dieser Bereich sollte im frisch abgenommenen Blut sichtbar sein, sonst nichts. Ja? Und alles, was ich aus dem Bereich hier sehe, sind kleine Pünktchen und Pünktchen, die sich halt wie so bewegen, so Schneegestöber. Schneegestöber, genau. Ne? So. Und jetzt gibt es dann theoretisch, hypothetisch noch so kleine Fädchen. Aber diese kleinen Fädchen sind die eindimensionale Aneinanderreihung der Protite, der lebenden Ureiweiße. Und dadurch sind die so fein, dass ich die gar nicht sehen kann. Ne? Und dann hätte ich hier zwei Pünktchen, die nebeneinander herwandern, als ob sie mit einem Fädchen verbunden wären. Ja. Ne? So. Okay. Und das sind dann die Mikrochondrite. Ne? Mhm. Das heißt, alles, was ich da unten sehe, sind kleine Pünktchen. Ne? Okay. Und wenn jetzt das Milieu halt im Körper nicht stimmt, dann können sich diese Objekte weiterentwickeln. Ne? Die haben immer die Tendenz der Weiterentwicklung. Die wollen sich immer weiterentwickeln. Ja, aber können in das Böse aber nur, rein. Genau, in das Böse rein. Können das aber nur, wenn das passende Milieu dafür da ist. Ja, ne? So, also okay. Immunschwäche. Ne? Nein, nicht die Immunschwäche. Die Immunschwäche ist wieder die Folge des Milieus. Ja? Mhm. Das Milieu ist ja im Prinzip der pH-Wert, der oxidative Stress, der ohmsche Widerstand. Das ist das Milieu. Also das wird bestimmt vom oxidativen Stress, jawohl, vom pH-Wert, jawohl, und wovon? Und vom ohmschen Widerstand. Ach Gott, das hatte ich mal. Ja? Der ohmsche Widerstand hängt davon ab, wie viele Mineralstoffe, Spurenelemente sind gelöst in einer Flüssigkeit. Ja. Salzwasser leitet besser den Strom als destilliertes Wasser. Das heißt, wie viel Mineralstoffe, aber das bestimmt ja den pH-Wert. Mineralstoffe sind im Blut. Ja, so, die Mineralstoffe und Spurenelemente, die verändern uns schon mal den ohmischen Widerstand, die Leitfähigkeit einer Flüssigkeit. Ja, okay. So. Aber Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, die machen auch was am pH-Wert. Ja, ja, so, ne? Naja, gut, also sie verändern den pH-Wert, also sind sie wichtig für die pH-Verhältnisse. Mhm. Und dadurch, dass das aber auch wieder Dinge sind, die in der Lage sind, freie Elektronen zu binden, wirken sie sich auch aus auf den RH2-Wert und damit auf den oxidativen Stress. Mhm. Ja, so, das heißt also, es geht immer um die Qualität der Körperflüssigkeiten. Ja. Ja? Und die sind abhängig von diesen Faktoren. Mhm. Ja? Okay, gut. Und dafür nehmen Sie jeden Tag Lavita. Zum Beispiel, genau. Was nehmen Sie noch dazu? Klar. Nehmen Sie auch Proemsan? Ich habe Proemsan im Kühlschrank stehen. Ich nehme den ganzen Stapel jeden Tag ein an Krempel. Ja, das ist ja eine überschaubare. Ja, aber was kann man denn den Menschen empfehlen? Dass die nehmen nicht alle das Zeug, was sie jetzt kaufen, das ist viel Problem, zu teuer. Ja, das sondern Problem, Lavita ist ja schon teuer. Wenn richtig. Ich denen sage, nehmen Sie ein Glas Boys-Saft
und nehmen Sie einmal oder zweimal 10 Milliliter pro Emsan, dann reicht ja die Literflasche 3 Monate. Ne? Dann also das ist ja schon mal eine Maßnahme. 10 ja, Euro, ja, ist halt dann ist doch schon mal eine Milieuveränderung dann da. Ist ja schon mal nicht verkehrt, richtig, okay. Genau. Es ist schon mal nicht verkehrt. Gut. Ne? So. Ja. Aber was man halt eben nicht vergessen darf, das Milieu in unserem Organismus ist vergleichbar mit einem See. Ja, so, und jetzt habe ich da einen klaren Bergsee. Ich kann da 5 Meter in die Tiefe gucken, sehe die Steine, sehe die Fische. Ja, so. Und jetzt gehe ich her und leite in diesen Bergsee Abwasser rein. Jetzt gehe ich her und schmeiße in diesen Bergsee Müll rein. Ja, so. Das kann ich ein paar Jahre lang ohne Probleme machen. Da wird sich an der Wasserqualität in dem See nicht viel verändern. Aber irgendwann kommt der Tag, da habe ich zu viel Müll da reingeworfen, da habe ich zu viel Abwasser da reingeleitet. Ja, ja, und jetzt kippt dieser See. Die ja, so. Und wenn dieser See kippt, ja, dann habe ich da drin ein Fischesterben, ein astronomisches Algenwachstum und so weiter. Mhm. Ja, so. Und ja, wie viel klares Wasser muss ich jetzt wieder durch diesen Bergsee laufen lassen, bis daraus wieder ein optimaler See wird? Mhm. Ja? Das ist ja in vielen Fällen gar nicht mehr machbar, wenn das Ding mal richtig gekippt ist. Mhm. Und in anderen Fällen nur mit einem horrenden Aufwand. Dafür hat der Higa in Japan das, die effektiven Mikroorganismen entwickelt. Das was EM. Ein Faktor davon ist, was ich da mit reingeben kann. Ja. Aber wenn da jetzt halt, ich sage mal, ein Haufen Chemieabfälle da drin sind, dann bringen mir auch meine EMs nicht viel. Ja? Ne? Das ich muss wieder an vielen Stellschrauben drehen. Es kann nicht sein, dass es eine Wundersubstanz gibt, die das ganze Ding wieder aufräumt. Ach ja? Gott, so, ja, da müsste man wieder so viel verändern. Ja, genau. Ne? So. Und jetzt haben wir halt eben die Situation, dass die Patienten zu uns kommen, ja, und die Patienten kommen zu uns mit so einem gekippten Bergsee. Ja. Ja? Die kommen zu uns mit einer Kloake an internem Milieu. Ja. Ja? So, ja. Und jetzt soll das 10 Milliliter Lavita am Tag alles wieder herrichten? Nein, ja, aber so, es ne? ist ein Start. Und daran, ja, klar, es ist immer nur ein Baustein. Ja? Ja. So, ne? Ja? Na, aber das sind so die Probleme, ja. Das heißt also, man müsste im Prinzip da erste Mal 1000 Liter osmosegefiltertes Wasser durch den Organismus durchschleusen, ja. Bis man da wenigstens den Zellzwischenraum mal gespült hat, ja. Ja, aber wie können Sie jetzt im ja? praktischen Sinne? Ich möchte Praxis. Ja, ne? Aber es, ja, mir geht es jetzt erstmal so um die Theorie. Ja. Das ist die große Frage. Das wie ist die große Sie Frage. Wie können Sie praktisch ja? den Menschen heute helfen? In vielen den Fällen alten ist Menschen. Es erledigt. Ja? In vielen Fällen ist der Zug abgefahren. Ja? Das ja, muss das man sagen leider Sie. Gottes nicht so. Nicht, sonst ja? verdienen Sie ja nichts. Ah, aber das ist die Realität. Gell? Also, so. also Prävention würde ja schon bedeuten, ich halte den auf dem Zustand, wie er ist. Okay. Das ist ja schon Prävention, ja? Ja. So, ne? Also Prävention hat ja noch nicht einmal jetzt das Bedürfnis, alles auf Optimum zurückzudrehen. Das wäre wünschenswert, das wäre toll, ja? Das wäre die Philosophie, aber die Realität sieht so aus, dass Prävention ja eigentlich schon bedeutet, ich halte ihn wenigstens auf dem Level, den er jetzt hat. Es wird nicht noch schlimmer. Ja? So, ne? Und das ich kriegen ihn auch wir halt psychisch unterstützen. Ja, natürlich, das sind, ja. Das sind alles Dinge, die da, alles Komponenten, die da mit einer Rolle spielen. Ja. Ne? So, okay, jetzt kommen wir wieder dazu. Ne? Also wie gesagt, wenn das interne Milieu jetzt kippt, ja, dann können sich diese Bakterien bilden, ja, und nach dem Tod, ja, wenn jemand gestorben ist, ja, jetzt zersetzen sich die Zellen. Und die Zellen, ja, die haben innen drin Säure und das Zellzwischenraum ist basisch. Ja. Jetzt kommen die Säuren aus den Zellen raus in den Zellzwischenraum. Jetzt gibt es eine Suppe. Mhm. Ja, so. Mhm. Und in dem Moment, wenn es eine Suppe gibt, wenn der Körper sich auflöst, jetzt kippt das Milieu in diesem Organismus. Mhm. Ja, so. Und jetzt können aus diesen bakteriellen Vorformen, ja, jetzt erst, ja, können aus diesen bakteriellen Vorformen dann die Pilze werden. Ja. Ja? Erst jetzt bildet sich ein Mukorpilz im Organismus. Ja? So. Und der Mukorpilz ist dann dazu da, die Verwesung einzuleiten. Mhm. Ja, können ja? wir jetzt so. Mal von Leben sprechen. Okay, ne? aber wir sehen jetzt diesen Wandel ja, hier. Okay, gut. Ne? So. Und jetzt haben wir hier folgende Situation, dass wir hier
gestern Blut abgenommen haben. Ja, ja? So. Also, heute das heißt also, Tod. Dieses, richtig, ja? Was wir hier sehen, ist Blut im Sterbeprozess, Blut im Auflösungsprozess. Ja? Also wo befinden wir uns dann jetzt hier auf dieser Grafik? Ja? Wir sind ja dann hier irgendwo jetzt, ja? Mit dem Milieu unter dem Mikroskop. Ja? Das ist ja altes, sich zersetzendes Blut, was wir jetzt hier anschauen. Das will ich jetzt nicht mehr gucken. Doch, weil wenn ich das im Körper sehe, wenn ich das im frisch abgenommenen Blut sehe, was heißt das für dem sein Milieu? Das ist was anderes, aber das ist jetzt das Alte von gestern. Richtig. Die versetzen mich jetzt dann in einen unmöglichen Zustand. Nein, mir dient es ja nur jetzt als Anschauungsobjekt. Ja. Mir dient es ja nur als Anschauungsobjekt. Ja, so. Mhm. Das heißt also, ja, wir werden jetzt hier drin in dem Blut Dinge finden, die wir hoffentlich im frisch abgenommenen Blut nicht finden. Ja? Denn wenn wir das im frisch abgenommenen Blut finden würden, dann würde das ja bedeuten... Nicht mehr lange. Richtig. So. Ganz genau, darauf will ich hinaus. Ne? So, okay. Und jetzt haben wir nämlich hier oben in der Mitte, sieht man sehr schön, was wir hier sehen können, das ist ein Synaszit, dieses Objekt hier. Ja? So, das ist ein syntakter Aszit. Ja? Was meinen Und Sie jetzt, wenn Sie da darauf zeigen? Ich sehe hier ein Gebilde. Dieses keulenförmige Objekt. Das kleine hier, der Faustkeil. Was heißt klein, von da bis da? Das sehe ich Teil. Nicht als Keule. Ich sehe hier, dass da hat sich so ein Bauch, bewegt. Hat so ein Bauch und da vorne ist so ein Schlauch. Ne? Und da ist so ein Bauch drauf. Ja, okay. Ne? Okay, dieses Objekt, davon reden wir jetzt. Ne? Okay. So, okay. Ne? Und dieses Objekt, das ist ein Synaszit. Ne? So. Das heißt also, ein katatakter Aszit, der hätte innen drin die Kerne in einer Reihe angeordnet und wäre deswegen parallelwandig. Ne? Der Synaszit, da sind die Kerne innen drin durcheinander angeordnet und deswegen ist er nicht parallelwandig. Und deswegen hat das Ding hier auch so einen Bauch, der da raushängt. Ja? So, weil da unten halt viele Kerne drin sind. Ja? So. Und wenn wir jetzt mal auf der Grafik schauen, da sind wir ganz hier oben. Ja, dann ist das schon bedenklich. Ja? So, und da sagt jetzt Enderlein, ja, in den Agmon-Wänden, gesundes Blut bringt selbst nach Tagen keine Aszite hervor. Synaszit. Jawohl, das ist ein Synaszit, was man da sehen kann. Mhm. Ja, der sieht so bauchförmig aus. Ja. Können abenteuerliche Formen haben. Ja. So, also wie gesagt, ne? Gesundes Blut bringt selbst nach Tagen keine Aszite hervor. Mhm. Ja, steht in den Agmon-Bänden. Ne? So, das heißt also, gesundes Blut, ja, das wird natürlich unter dem Mikroskop schon ein Stück schlechter, ist logisch, weil es zerfällt ja jetzt, es verwest ja jetzt unter dem Mikroskop, ja, so. Natürlich geht es in die Richtung hier, aber es geht nicht so weit, ja, dass es bis zum Zerfall des Blutes zur Ausbildung von Synasziten kommt. Das bedeutet also mit anderen Worten, derjenige, der war schon hier bei dem Milieu, wo man es abgenommen hat. Und ist da schon jetzt angekommen. Und ist jetzt schon da. Gut. Und was machen Sie mit dem, wenn Sie so, das sehen? Das sind Indikatoren. Das sind Indikatoren für das Milieu. Mhm. Ja? So. Ne? Das heißt also mit anderen Worten, wenn ich so ein Synaszit im frisch abgenommenen Blut finde, ja, so, dann. Da gibt es eine Aussage von der Firma Sanum-Kelbeck, ja, Synaszite im frisch abgenommenen, also Aszite im frisch abgenommenen Blut wäre ein sicheres Zeichen für Krebs im Organismus. Oh Gott. Ja, klar, weil das hier diese bakteriellen Formen sein sollen, ja, die ja im Körper nach dieser Theorie Krebs erzeugen würden. Nee, auf dieser Schiene bewege ich mich nicht. Dann kann ich durch meine Gedanken wieder was anderes an Informationen reingeben. Also der These folge ich jetzt erst gar nicht. Wenn ich das sehe, werde ich niemandem sagen, sie werden wahrscheinlich... Naja, bestimmt nicht. Klar, logisch nein, nicht. Nein, ne? Nein, es geht ja nur darum, dass wir jetzt einfach mal lernen, was hat denn dieser Enderlein oder die anderen Forscher denn da gesagt. Ja, okay. Darum geht es ja. Das so, ist ne? ja nun so, wagemutig. Ne? Klar, logisch. Ne? So, ne? Okay, aber das wäre diese Theorie dieser Zyklogenie und das sind diese abenteuerlichen Objekte, die dann da auftauchen. Ja? Okay, und dann gab es halt dann so Leuchten wie den Bretford. Ja? Der Bretford war in den 70er Jahren bei Dr. Arthur Baum für 4 Wochen und Baum war ehemals Schüler von Enderlein. Und der Baum hat jetzt probiert, dem Bretford das hier beizubringen. Virus, Bakterie, Pilz.
Ja? So. Und der Bretford, der ist dann wieder nach Hause geflogen nach 4 Wochen und hat sich dann überlegt, naja, wie kann ich denn das jetzt vereinfachen, gell? Ne? Und dann hat er eiskalt gesagt, naja, wenn doch jetzt aus dem Synast zieht, ja, im Verwesungsprozess dann der Pilz wird, ja, dann ist doch der Synast zieht oder der Tee zieht, ja, eine Pilzvorform und damit automatisch auch Pilz. Ja, so. Und auf einmal wird das, was bei den ganzen Forschern Bakterien im Blut waren, auf einmal zu Pilzen im Blut. Ja, so. Und den Mucorazzemosus fresen, den kennt man halt in aller Regel nicht, aber Candida, Candida kennt jeder, ja, so. Also hat er hier oben das Wort Mucorazzemosus fresen durchgestrichen, schreibt Candida albicans drüber und seitdem heißen diese Dinger auf einmal Candida-Buds, Candida-Bläschen, da wären Candida-Pilze im Also Blut, diese ja. kugelförmigen Tezite bei Ja. mir sichtbar, die waren gestern auch schon Jawohl. sichtbar. Das sind jetzt Vorstufen zum Mukor. Okay. Richtig, Also hat richtig. jeder Aber Mensch. in diesem Bereich, nicht in dem Bereich, in diesem Bereich, Also ja, wo sind die so, Tezite hier angeordnet? da. Also, okay, gut. Ja, so, ne? Wenn das bei Das mir heißt also, jetzt das sichtbar ist, Milieu war jetzt ist die direkt nach Uhr. der Blutentnahme nicht hier, Ja. das Milieu war nicht perfekt, Ja. ja, sondern das Milieu war jetzt schon nach hier verschoben und deswegen konnten sich diese Tezite dann im Prinzip schon bilden, ja, so, ne? Okay, das Milieu war nicht hier, sonst hätten wir die Synaszite direkt nach der Blutentnahme drin gehabt. Ja? Okay. So, ne? Also ich habe noch Und eine Chance. richtig, ne? Ja? Und Renne, deswegen. wenn Sie möchten, dass ich wiederkomme, dann kommen Sie bitte noch dazu, mich zu beraten, was ich hier speziell bei mir Ja, einsetzen kann an aber. Präparat. Das Haronga gibt es nicht mehr von Schwabe übrigens. Echt? Nein. Sauerei, okay. Aber Ja. Fackler Ja. hat das Meta-Haronga in Ja, genau. Kombination mit Taraxacum und Silibum und Ja, so weiter. ja, ja, ja. Meta-Fackler. Meta-Haronga, genau. Ja. Ne? So. Okay, ne? Also wir sehen jetzt, ne, dass diese Objekte hier bei Enderlein und bei vielen anderen Forschern Bakterien wären. Ne? So. Und nach dem Bretford wären das auf einmal Pilze. Ja? Was Quatsch ist, weil da hat der Bretford nämlich den Enderlein nicht kapiert. Aber dann gibt es wieder so Leuchten, die schreiben den Krempel vom Brettfort ab, übersetzen das wieder aufs Deutsche und verkaufen es dann wieder als ihre neue Weisheit. Und deswegen gibt es dann manchmal Kandidaten, die halt eben im Dunkelfeld dann sagen, da sind Pilze im Blut. Ja, so, ne? Was aber Quatsch ist, was Humbug ist. Ja? Die haben sich niemals mit dieser Enderleinschen Theorie richtig auseinandergesetzt. Diese Tezite haben Sie vorhin wie genannt? Aspergillus? Diese Tezite hier, Wie haben das Sie sind vorhin. bakterielle Vorformen aus der Zyklogenie des Ja, gut, aber Mucorazzemosus-Fresen. Sie hatten Ja? einen anderen So. Begriff vorhin genommen. Bakterielle Vorformen nicht. Ich weiß es Ja. jetzt nicht mehr. Okay. Ne? Gut, okay. Ja. So. Gut, also, soviel jetzt mal Dazu. zu diesen Ja. Objekten. Ja? Mir war nur wichtig, dass man jetzt mal so ein Synaszit einfach sieht. Ja. Ja, so, weil wir den ja hoffentlich bei dem Patienten im frisch abgenommenen Blut nie sehen. Nein, Ja? sonst kann er Weil mit dem sonst Teufelchen vorlaufen. so ungefähr. Ja. Ne? Also das ist halt, ne, wenn sowas direkt im frisch abgenommenen Blut Okay. drin ist, dann wäre das natürlich eine Katastrophe. Ne? So, Ja, aber auch das jetzt. darf ich nicht sagen. Ja, genau, das ist halt immer das. Ne? So, Weil ich nicht Richter bin. da hätte man noch so einen Kamerad hier. Ja, Ne? Sieht man okay. hier ganz Ja. toll. Ne? So. Das wäre auch so ein Synaszit. Aber wie kann ich diese Kugelformen der Synaszite und Tezite, es geht mir um Tezite, wie kann ich diese Kugelformen unterscheiden? Das sind Tezite, die Ja, sind rund. wie kann ich die unterscheiden von anderen Zellfragmenten, die da sein könnten? Welchen ähnelt das noch? Ich muss ja jetzt Nix. genau wissen, dass es ein Tezit ist. Nix. Also wenn das so eine feine, runde Kugel ist, ja? Schauen wir wieder Die hier. leuchtet. Hier, da, so eine feine, Hat noch runde einen Kugel. kleinen, haben die immer Ja? so einen kleinen Punkt oder nicht? So, diese kleinen Punkte hier, ja? Diese kleinen Punkte, die stammen eigentlich von dem Symprotit. Ja? Ja, So. und hat er Das heißt mitgenommen. also, Die das Entwicklung. Symprotit, ja, lagert Ja, Eiweißmaterial um sich ja, herum an, ja. ja? Und
Jetzt würde das Synprotitchen, das wird jetzt die Aufgabe des Zellkerns übernehmen und das rundherum wäre dann der Zellleib. Ne? So, ne? Okay. Und jetzt sehen wir ja, dieser Zellkern, der kann dann anwachsen zum Zystit. Ja? Dann wäre dieses hellleuchtende Objekt noch größer. Ja? So, ne? Und dann kann aber auch dieser Kern innen drin wieder zerfallen. Und dann haben wir da lauter kleine Pünktchen drin, die sich bewegen. Ja? Und das wäre dann klassischerweise der Atrothezit. Ja. Also es ist die Aufwärtsentwicklung zum dahin. Ne? In letzter okay. Konsequenz. Ja, ja, ist das alles die Aufwärtsentwicklung. Okay. Ja, so. Ja, oder wieder abwärts. So, ne? Und was ist das für Gebilde? Da, ja. War das jetzt ein Granulo, der abgestorben ist hier, das Gebilde? Ja, da? Das können auch Thrombozytenhaufen irgendwas sein. Das okay, ist, das sind in also dem alten Blut Trümmer. Ist das immer, ja, ja, in ja. dem alten Blut ist das immer schwierig. Egal. So, dann schauen wir nochmal weiter. So, haben wir hier noch was Interessantes? So, da sehe ich hier wieder so ein Aszit. Ja. Und da sieht man schön endständig hier auch so einen Kern, der da innen drin leuchtet. Ja, mit dem Protit. Ja, genau. Ne? So, ne? Da genau, sieht man ja. hier diesen Bauch ja, wieder. Ja, ja. Hat er mitgenommen aus der Anfangsentwicklung. Richtig, genau, genau, genau. Okay. Ne? So, da ist auch wieder so ein Aszit. Ja, ja. Das ja? sind die Babys, die dann zum Mukor werden. Richtig, genau. Okay. Die dann irgendwann zum Mukor werden. Ja. Richtig, ganz genau. Ne? So. Okay. So. Also das wäre jetzt die Enderleinsche Gedankenwelt. Mhm. Ja? Jetzt haben wir über, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Enderleinsche Interpretation dieser Objekte geredet. Mhm. Ja? So. Okay. Das heißt also auch hier jetzt wieder, ne? Da ist wieder so ein Aszit. Ja. Ne? Sieht man ja. sehr schön in dem Blauen da. Ja. Ne? So, okay. Und jetzt hat aber Christopher Gerner, ja? Christopher Gerner vom Tumorforschungszentrum in Wien, der hat diese Objekte, diese Kugeln, diese Aszite, ja? Die hat er aus dem Blut heraus isoliert und hat die spektralmikroskopisch analysiert, um zu gucken, aus was bestehen die. Ja. Ja? Denn wenn das doch jetzt Bakterien sein sollen, ja, bakterielle Wuchsformen, wie auch immer man das jetzt klassifizieren will, ja, dann müsste man da drin doch irgendwie Leben nachweisen können. Da müsste man da drin doch irgendwie DNA, RNA, da müsste man doch Zellorganellen, da müsste man doch irgendwas da drin nachweisen können. Das ist das Tausende, was sie da drin ja. haben, ne? Mhm. Ne? Da müsste man doch irgendwas da nachweisen können. Ja. Ne? So. Und was hat er nachgewiesen? Aus was bestehen diese Objekte? Diese Objekte bestehen aus oxidiertem Hämoglobin, ja, also Methemoglobin, Erythrozytenrandprotein, also Phase 3 Protein, Albumine, Globulinen, aus Lecithin, ja, das Lecithin stammt zum Beispiel aus zerstörten Mitochondrien, das hat mir der Dr. Seger nachgewiesen, ja. So. Das heißt also, laut Christopher Gerner vom Tumorforschungszentrum in Wien, sind das hier Objekte, die sich in dieser Suppe bilden durch Zellzerfall. Mhm. Ja, so. Das heißt also, je mehr Zellen zerfallen, mhm. ja, desto mehr Baumaterial wird freigesetzt, was sich in dieser Ursuppe dann quasi wieder neu verstaatlicht, neu verbindet und dann bringt es diese abenteuerlich ja, aussehenden Objekte hervor. Aber dann sind wir doch wieder da angekommen, dass es sich hier schon um ein schwaches Immunsystem handeln muss, denn sonst würde dafür gesorgt, dass die Granulos diese Zellen auffressen. Richtig, so. Richtig. Ne? Die Granulos müssen normalerweise den Müll entsorgen. Ist, ne? Die genau, Müllabfuhr ne? so. Ist hier ja? nicht mehr da. Das heißt, klar, die sind jetzt auch tot mittlerweile. Ne? Ja, aber ich meine im ne? Gesunden. Im Gesunden, richtig, genau. Das ne? Und es bedeutet ja, ja auch, dass im Gesunden ein Wahnsinnszellzerfall da sein ja, muss, sicher. Damit sich sowas überhaupt bilden kann. Mhm. Ja, so. Und wenn man sich jetzt wieder einen Tumor anschaut, ein Tumor nekrotisiert häufig von innen heraus. Ja? Das heißt also, wenn so ein Tumor aufgeht, dann ist das auf einmal innen drin eine schwarze, ulzerierende Wunde, dann ist das eine übel stinkende Wunde, dann ist das, ja, so, weil da ein Zellzerfall stattfindet. Ja? Und jetzt ist klar, wenn ich so einen Prozess im Organismus habe, ja,
und habe dann Abwehrkrieg meines Immunsystems gegen diesen Prozess, dann entsteht halt eben viel Müll, viel Zellmüll, der sich dann verbindet und dann diese Artefakte hervorbringt. Ne? Und diese Artefakte, ja, die finde ich dann natürlich im frisch abgenommenen Blut bei Krebspatienten. Okay. Ja, so. Und das wäre jetzt die schulmedizinische Definition dieser Objekte. Ja. Ja, das wäre die aktuelle schulmedizinische Definition dieser Aszite, Tezite und dieser ganzen Aufwärtsentwicklungen aus der Zyklogenie des Mukarazomosus Fräsen vom Enderlein. Mhm. Ja, so. Und jetzt kann ich das halt eben auf der enderleinischen Perspektive argumentieren. Ja? Oder ich kann es halt eben auf der schulmedizinischen Ebene argumentieren. Unterm Strich gesehen kommt beides auf dasselbe raus, nämlich auf ein beschissenes Milieu. Was will dann Hehl mit dem Präparat Zitronensäurezyklus bewirken beim CA-Patienten? So. Da geht es ja jetzt wieder darum, dass wir bei Krebspatienten immer eine Mitochondriopathie haben. Ja, die Mitochondrien.